Ja, und putsch mir mich irgendwie zum Straßenverkehr so umgeschickt, weil sie das Gefühl hat, das funktioniert so nicht. Dann habe ich im Schluss das Auto vielleicht gar nicht mehr, oder? Und das ist mir einfach. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ja, im heutigen Video wollte ich ein bisschen darüber reden, wie ich mein Mazda gekauft habe und was ich alles geändert habe und auf was ich ein bisschen schauen muss. Ich habe das Video zwar schon ein, zweimal, also das Thema schon ein, zweimal auf dem Last House sozusagen nur, der Last House Videos sozusagen nur angesprochen, aber nicht da auf den Motorvlogs. Darum, die Last House Videos schon gesehen haben, ich erzähle es halt nochmal. Aber genau. Es war einfach so, gewesen, dass ich einen Mazda MX-5 NB gekauft habe in Blau in einem Ricardo. Und so wie ich den gekauft habe, ich habe das schon von Anfang an gedacht, wie der breitere Pneu hatte. Also die Pneu sind, die Felgen sind so breit gewesen, bis über die Drahtkasten rein. Die Laufflächen dann auch, und das ist gar nicht zugelassen. Das hat auch wirklich verrückt ausgesehen. Und ich habe schon gedacht, das ist sowieso, es sieht mega geil aus, aber es ist eh nicht erlaubt so. Und ein hure laut Magnaflow. Und dann, als ich das Auto abgeholt habe, bin ich halt so heimgefahren und passend die Heim gerade auf Winterpneu gewechselt. Und es ist dann, ich kenne einen Mechaniker, ich habe dann lange mit ihm immer wieder mit dem geredet und so, und ich wollte eigentlich gerne mit dem Auto etwas machen und bla bla bla. Und dann haben wir dann einmal uns entschieden, dass wir das Auto machen. Also ich wollte jetzt da nicht das grosse Auswahl, ich wollte eigentlich mehr auf das Auto selber kommen. Das heisst, er hat den Radkasten gebürdelt, das heisst, den Radkasten gezogen, dass die Lauffläche nicht mehr außen am Auto ist, sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Weil das darf nicht außen dran sein, sonst ist es nicht erlaubt. Und ich verteidige mit meinem Auto nur Sachen haben, die erlaubt sind. So. Dann habe ich das gemacht. Ich habe dann auch noch das Ganze haben wir lackiert, das ganze Auto, weil halt wegen dem Bürdeln so bricht der Lack und dann muss es eigentlich lackieren. Haben wir es komplett lackiert. Und was wir auch gemacht haben, ist, also ich habe eigentlich für alles mein Zertifikat geholt. Ich habe das Auto selber vorgeführt, weil die Garage ist in Kanton Schweiz und ich bin Kanton Zürich. Dann haben wir, also ja, er hätte es auch so dick können vorführen und dann wieder, und dann ja, wäre das eigentlich auch gegangen. Aber dann haben wir das so gemacht, dass wir, was soll ich sagen, ich habe halt alles müssen organisieren. Also, das Papier für die Felgen habe ich müssen organisieren, dann habe ich die Frontlippe, ich habe auch nicht gewusst, dass es kein Papier dazu hat. Die habe ich jetzt mittlerweile auch, aber noch nicht dran, aber das Zertifikat habe ich jetzt mittlerweile. Also wenn das Video online kommt, habe ich die wahrscheinlich schon. Und dann habe ich einen Magnaflow Endschalldämpfer mit ein paar Stück Mittelschalldämpfer. Ist beim Vorführen so auch nicht genehmigt wurde. Man müsste zwar nicht vorführen, aber wenn du das Auto vorführst und das gesehen und schaut es an, ja, ist halt schwierig dann, weißt du. Und genau, und dann habe ich noch ein Lenker gehabt, das ist auch so nicht erlaubt, weil dann muss man Airbag deaktivieren für das Sportlenkrad, und das muss dann über Mazda laufen, und die müssen das genehmigen, und du musst das selber auch genehmigen, und dass du deaktiviert, weil das halt auch wegen Sicherheit etwas zu hat. Dann habe ich das jetzt auch wieder original. Und Sitz habe ich auch original, habe ich auch Rennsitz drin gehabt. Es ist relativ viel ins Original. Aber für mich ist es so, für mich muss ein Mix sein zwischen Original bzw. falsch. Zwischen zugelassen und geil ausgesehen. Ja, wenn es mich irgendwie. Also, es nützt mir nichts, wenn ich jetzt den Auspuff wieder dran gemacht hätte. Weißt du? Nur weil ich Zertifikat für den Endschalldämpfer habe. Weil ich mir mich irgendwie zum Straßenverkehr so geschickt, weil sie das Gefühl hat, das funktioniert so nicht.
dann habe ich im Schluss das Auto vielleicht gar nicht mehr, oder? Und das ist mir einfach nicht wert. Und darum habe ich das auch den Auspuff auch weggenommen. Aber genau, jetzt habe ich eigentlich... Der Auspuff ist aktuell weg. Die Frontlippe ist aktuell weg. Das Lenkrad ist weg. Die Sitze sind weg. So. Aber das sind eigentlich alles Sachen gewesen, wo halt nur halbpatzig legal gewesen sind. Die Vorbesitzer, die haben halt selber auch nicht wahrscheinlich nur alles gegoogelt und Fehlinformationen bekommen. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch selber nicht besser gewusst oder es nicht besser gesagt bekommen. Aber jetzt ist wirklich, habe ich mittlerweile so eine gute Base mit dem Mercedes-Club und mit meinem Wissen und mit dem Wissen von der Garage, Roadster Lounge Garage, das wirklich geil ist, das ist wirklich, genau. Jetzt ist mittlerweile eben gebürdelt ist es, Hagelschaden ist gemacht, lackiert ist es, Federn haben wir auch gewechselt, das Trapez vorne, also die Radaufhängung haben wir wechseln. Vaterer wäre vielleicht nicht nötig gewesen, der war einfach so hoch gewesen, weil er vorne runtergehängt ist, weißt du? Vaterer wäre wahrscheinlich gar nicht, vielleicht ist es auch 1-2 cm, nochmal 1-2 cm tiefer als vorne. Aber genau, das ist eigentlich schon im Grupp gesagt alles. Ich verlinke euch das Video, da seht ihr auch genau, so ein Video mit allen Bildern, was genau da gemacht wurde. Ist, was jetzt noch in Zukunft kommt, ist, es kommt jetzt ein neues Dach über. Und ich komme noch einen ganzen kompletten Service mit einem neuen Filter, ganz viel neue Filter, neues Öl und so. Dass einfach, dass mal ich alles gemacht habe und ich weiß, was am Auto gemacht ist, weil ich will das Auto behalten. Und ich habe keine Lust auf irgendwie so Überraschungen, wenn ich selber nie etwas daran machen lassen habe. Also schon mal einen Service gemacht habe, aber nicht so. Genau. Und dann gibt es noch eben die Lippen, Frontlippe mache ich noch an. Dann hat der Mechaniker auch ein geiles Lenkrad, das er mir verkaufen will. Ich weiß halt nicht, wie teuer das ist und ob es wieder zu klein ist, weil das andere Lenkrad, das ich hatte. Ich habe ein Sportlenkrad auch noch dran, das auch nicht original erlaubt ist. Ich glaube schon gesagt. Und das, ich habe das Krieg, ich habe auch noch bis 80 Gramm gesehen und dann sind von uns hat der Lenker dann die restliche Zahl überdeckt. Aber der andere Typ von der Garage, der hat mir auch ein Lenkrad für mich und einen geilen Passstück mit abgekattet. Ich weiss nicht genau, irgendein Auspuff, der auch mit Schweizer Zertifikat ist. Und dann würde ich auch gerne die Stoßdämpfer mal wechseln, weil das sind auch noch die Originalen. Weil die Federn sind ja schon neu und wenn noch die Stoßdämpfer durch sind, dann hängt er dann nur noch in den Federn rein. Weißt du, das wollte ich auch wechseln. Dann habe ich noch die Idee gehabt, zum. Wie sagt man dem wieder? Ich hatte die Idee noch gehabt, zum bösen Blick zu kontrollieren, da musst du aber von einer Firma kontrollieren lassen, das gibt keine Zertifikate dazu. Da muss man kontrollieren lassen und Lichtmaske in schwarz, das wäre richtig fett, wenn das funktionieren würde, das wäre richtig böse, das wäre richtig geil ausgesehen. Und das heisst, ich hätte dann Lippen, bösen Blick, Lichtmaske, Auspuff, Lenkrad, das wäre alles schon mal an Federn, Pneu, also mit Stretch. Das ist schon, ich habe viele Details jetzt nicht gesagt, habe ich gemerkt. Das ist mega, mega viel, was ich am Auto schon gemacht habe. Eben wie auch zum Beispiel habe ich ja Pneu drauf und die sind halt gestretcht, weil ich glaube, wenn sie nicht gestretcht wären, dann hätte es wahrscheinlich im Radlauf keinen Platz, würde ich mal davon ausgehen. Darum sind sie, glaube ich, gestretcht. Und für die Stretching musst du auch erlaubt haben. Also ich habe dann eben Falken drauf gemacht. Nein, falsch.
Pneumant habe ich drauf gehabt. Und von Pneumant, die haben gesagt, das ist zu viel Stretch. Das ist, glaub ich, weiß nicht, irgendwie 10% mehr Stretch, als man überhaupt dürfte, von der Pneumant aus. Und wir haben bei Volker, weil ich einmal vorne habe ich Volker gekommen, hinten habe Pneumant, dann habe ich bei Volker angefragt. Dort ist alles gut gewesen, habe ich können so ein Zertifikat erstellen lassen. Und jetzt habe ich beides Volker, jetzt habe ich mit Stretch, habe ich so ein Gutachten von Volker bekommen. Weil das hat es im Beschlussverkehr aus dem Teil, das müssen zeigen, dass das gestretcht ist. Ich finde es gut, ganz ehrlich, weil das mit gestretcht, das ist schon krass, wenn das jetzt, ja, ich meine, das ist eigentlich nicht normal, dass man so, dass das so ist. Das ist ja eigentlich nicht das Normale. Und dann finde ich, das finde ich gut jetzt, dass das kontrolliert wird. So. Aber, genau. Also es wäre schon fett, wenn das so am Rad funktionieren würde. Was ich mir aber auch überlegt habe, wäre Tagfahrlicht, und zwar unten an die Lippe anmachen. Zwischen der Lippe, also zwischen meiner und A-Lippe Mazda MX-5 und A, zwischen dem ersten, das ist die Lippe vom ersten Mazda, die Lippe und mein Kotflügel, nein, wie sagt man, meine Lippe, die jetzt schon dran ist, dort zwischen würde ich gerne, Tagfahrlicht machen, aber das ist zu tief. Das darfst du nicht. Dort darfst du nicht positionieren. Es muss, muss Mindestabstand vom Boden haben, und das hat es dann nicht. Da oben. Das wäre auch richtig fett. Ich würde einfach ein so Spielereien und ein Sachen immer wieder etwas schöner machen und so. Das Problem ist, so ein Auto ist nie, weil als Tuner ist das Auto nie gut. Man darf vielleicht Sachen nicht unbedingt wieder wegmachen, die man angemacht hat. Das für dich, wo dich eigentlich lässt, zum Beispiel die schwarze Rücklichter, die du zum Beispiel lässt. Aber man macht zum Beispiel etwas, sagt zum Beispiel, dass man zum Beispiel Katzen auch gerne macht, obwohl das ist ja auch nichts mit Style zu tun. Aber weißt du, ich meine einfach, dass man so ein bisschen auffrischt oder sagt, zum Beispiel kommen jetzt auch ein neues Dach rüber. Und dass man zum Beispiel nicht sagt, ich nehme das neue Dach weg, sondern ich mache dann einfach schönere neue Regler rein, und dass auch wieder schwarz, richtig schwarz ist, weil es jetzt so ausbleicht. Oder? Die ganzen Plastikteile sind relativ fest ausbleicht. Genau. Ja, das wird geil, das wird gut mit dem Auto. Was meine Überlegung auch war, ist, dass ich mir ein Auto, so irgendein billiges Auto, wie mein erstes Auto, das ich hatte, für nur ein paar hundert Franken ein Auto kaufe, das ich dann als Alltagsauto habe, dass ich den Mazda vor allem dann im Winter nicht mehr ausfahren will. Das ist so viel Geld jetzt reingeflossen, und das ist so ein schönes Auto. Und dann ist das einfach, ja, ist das schade, oder? Wie ich sage, jetzt ist genau wie gesagt. Das ist ein bisschen das Ding. Wenn ihr das Video schaut von meinem Umbau, hallo, ist ja nicht. Nein, wenn ihr das Video schaut vom Umbau, der erste Link in der Videobeschreibung ist ein. Ihr könnt auch noch das Video schauen, wie laut der Magnaflow-Auspuff war. Habe ich auch ein Video drin. Genau. Ich glaube, das wäre es schon mal gewesen. Ich wusste, wenn ihr schreibt, ich soll noch ein bisschen mehr davon erzählen, dann erzähle ich noch mehr vom Auto. Aber sonst würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich mache kein Video jetzt mehr über das Thema, weil das habe ich schon im Last Cross 2 drüber erzählt, und langsam geht es wahrscheinlich dann auf die Nerven. Genau. Ihr seht jetzt noch ein bisschen Summer Vibes, und dann, oh, da vorne ist ein Blitzer, Achtung, und dann tue ich nochmal alles zusammenfassen, was ich müssen abändern, was ich weggemacht habe, was dazu kommt. Bis gleich.
Also jetzt sage ich noch kurz ganz Zusammenfassung, und zwar, was ich am Auto gemacht habe und nicht mehr drauf, also was ich hatte, aber habe es wegmachen, weil es nicht erlaubt ist, ist das Lenkrad. Das ist schon mal weg. Dann, was auch weg ist, aber was ich jetzt wieder zugelassen habe, das sind die Pfählgen und die Frontlippen. Die Sitze sind auch weg und kommen auch so schnell keine anderen Sitze mehr. Dann, was ist noch weg? Auspuff ist auch weggekommen, weil ich nur Papier habe für den Einschalldämpfer und irgendwie muss ich für das gesamte irgendwie Papier haben, für alles. Oder es muss sogar alles auf Marke sein, keine Ahnung. Das ist auch weg, da kommt aber dann auch wieder etwas an. Und dann habe ich dafür noch für einen kleinen Heckspoiler, den habe ich dazu bekommen. Also habe ich gekauft, habe ich drauf, ist alles gut. Und Seitenschwelle habe ich auch, ist auch alles gut. Also es sind auch Sachen dafür dazugekommen. Nicht einfach alles nur weg. Aber auch wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, viel original ist, wieder sozusagen, ist es trotzdem geiler so. Weil wirklich, für mich ist es wirklich so, dass es muss erlaubt sein. Ich sage immer, das andere kann jeder so, weißt du. Einfach anmachen kann jeder, aber es muss auch zugelassen sein. Sonst ist das für mich nur halb so witzig, oder? Nur halb so lustig. Also ich würde mal sagen, wäre es eigentlich gewesen für das Video. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend gewesen. Fragen gerne in die Kommentare. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94.